Und damit darfst du heute den Flashmob ankündigen. Denn wir haben die Macht, HIV und AIDS in dieser Welt zu bekämpfen. Ich bin Wiebke, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Natalia, bin 17. Ich bin Daniel, ich bin 19 Jahre alt, gerade mit dem Abitur fertig. Ich bin Freddy, 19 Jahre alt. Und bei Jugend gegen AIDS bin ich seit 2,5 Jahren. Ich bin Nico, 17 Jahre alt, bin Schüler. Ich bin Sonja, ich bin 18 Jahre alt. Und bei Jugend gegen AIDS seit der Geburt im Endeffekt dabei. Ich habe damals mit meinem Schulsprecherteam ganz klein angefangen, einfach im Dezember Schleifen zu verkaufen an der Schule, weil es eigentlich den Schülern gar nicht mehr so bewusst war. Mittlerweile ist daraus ein toller Verein geworden, der sich das Ziel gesetzt hat, bald eine Stiftung zu werden. Heute ist ein großer Flashmob geplant vor dem Hauptbahnhof. Wir werden alle T-Shirts tragen, auf denen wird ein großes Kreuz zu sehen sein, ein Geburtsdatum und dann gestorben an AIDS. Ein paar Leute werden durch die Gegend laufen und Flyer verteilen und Kondome und so erhoffen wir uns viel Aufmerksamkeit. Wir haben damit über Facebook Werbung gemacht und Leute angesprochen. Es geht um das Thema HIV und AIDS. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass viele Menschen an den Folgen von AIDS sterben. Alle 15 Sekunden stirbt auf der Welt jemand an den Folgen von AIDS. Wir wollen einfach daran erinnern mit dieser Aktion. Wir machen drei Gruppen. Die eine ist in der Nähe der Bushaltestelle, die anderen sind in dem U-Bahn-Schacht und die anderen sind in der Wandelhalle. Nico wird das Signal geben am Anfang und am Ende, damit das eine einheitliche Aktion wird. Und wenn dieses Signal kommt, dann fallt ihr tot um. Ihr legt euch auf den Boden und bleibt da liegen, macht einfach gar nichts. Macht ihr das auch im Winter? Dankeschön! Es ging ja anscheinend gegen AIDS, also dass man sich schützen soll beim Geschlechtsverkehr. Und es wurden hier auch Kondome und sonstiges verteilt für Jugendliche. Und es ist eigentlich eine gute Aktion, weil viele Menschen an AIDS gestorben sind, ist leider so. Das ist mal was anderes, anstatt immer nur so rumzureden, finde ich. Also ich finde, das kommt besser an, bei den Jugendlichen auch. Ich hatte das Gefühl, wir haben die Fläche hier so ganz gut abgedeckt, aber es ist gut aufgefallen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, ich glaube, es war richtig cool. Wir haben durch die Flyer-Kampagne im Gegensatz zu anderen Flaschen uns halt noch informiert nebenbei, die Kampagne erklärt. Und ich glaube, dass wir damit recht zufrieden sein können. Manche sind vorbeigegangen und waren total erschrocken, so, weil die überhaupt nicht wussten im ersten Moment so, was wollen die jetzt von mir? Aber die meisten waren sehr positiv gestimmt. Und an alle, die das Video sehen, gerne bei uns sich melden, sagen, wir haben Bock, eine Regionalgruppe zu gründen. Und dann können sie eine ähnliche Aktion zum Beispiel bei sich starten. Ja, diese AIDS-Schleife ist sozusagen unsere AIDS-Schleife, die sieht ja ein bisschen anders aus als die normale. Jetzt haben wir uns das Ziel gesetzt, uns auch ein bisschen inhaltlicher fester zu gestalten und sind derzeit beim Aufbau eines Peer-Projektes, wo wir Jugendliche von uns ausbilden, ein bisschen fit machen zum Thema einmal, was ist medizinisch jetzt AIDS, wie funktioniert das genau, aber auch darüber hinaus, was sind die globalen Folgen von AIDS. Und diese ausgebildeten Moderatoren können dann wiederum Workshops an anderen Schulen leiten, weil es uns wichtig ist, einfach, dass Jugendliche mit Jugendlichen über das Thema reden und halt nicht irgendwie ein 60-Jähriger. Unsere wichtigsten Treffen sind die Mitgliederversammlungen. Da entscheiden wir über zentrale Fragen, wie es weitergeht in unserem Verein. Jedes Mitglied bei uns hat Stimmrecht, damit auch jeder seine Meinung äußern kann. Bei uns ist jede Idee willkommen. Wir freuen uns über Anregungen, kreative Ideen, Aktionen zu machen zum Thema HIV und AIDS. Besucht uns gerne, wenn ihr Lust habt, unter www.jugend-gegen-aids.de. Da findet ihr alle näheren Informationen zu unserem Verein, das Kontaktformular und alles Aktuelle über unsere Arbeit. Also, ciao.